Ja, Samuel, herzlichen Glückwunsch, oder? Endlich, wir können uns auch mal anfreunden, nicht so gut zu spielen, aber dafür mal zu gewinnen, die Punkte zu haben. Ja, das ist das, was am Ende zählt. Schau mal auf die Tabelle, ist wieder eine Wahnsinnstabelle, eine Wahnsinns-zweite Liga wieder dieses Jahr. Geguckt, jetzt sehe ich es natürlich nicht, aber Wahnsinn. Ja, heute auch in dem Spiel war auch wieder Wahnsinn. Wie hast es du empfunden? Die Stimmung, der Kampf, den ihr geliefert habt, aber dann bleibt man am Ende in der Crunch-Time wieder minutenlang ohne eigenen Treffer. Wie sehr geht das an die Nieren, an die Nerven? Heute hatte ich das Gefühl, wir holen es. Völlig egal, was wir dann zum Teil auch für einen Scheiß zusammengespielt haben und keine Tore gemacht haben, aber dann hatten wir Max hinten drin, der hat die wichtigen gehalten und dann trifft Paul wieder super Entscheidungen in der Crunch-Time, wo es einfach drauf ankommt. Hut ab, war super und dann gewinnen wir das Spiel völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Ja, meiner auch, also herzlichen Glückwunsch und auch dir persönlich herzlichen Glückwunsch. 6 von 7, ganz starkes Spiel, richtig tolle Tore dabei, auch aus schwierigen Winkeln. Was hat dich da beflügelt? Geburtstag, Vertragsverlängerung, was war heute los? Letzte Woche hatten wir viel Zeit im Bus zu schwätzen und dann habe ich mich vielleicht ein bisschen beschwert, dass ich hin und wieder zu wenig Bälle kriege aus meiner Sicht. Das haben wir gut umgesetzt und gut, wenn man die Fresse aufreißt, dann muss man auch liefern. War ganz okay. Ja, hast abgeliefert und ihr habt insgesamt abgeliefert. Wie stufst du diesen Heimsieg ein? Punkte 7 und 18 auf dem Konto. Wie wichtig war das? Wie viele Steine sind euch vom Herzen gefallen? Sehr wichtig. Also jeder Sieg ist wichtig. Heim nochmal geiler. Aber eigentlich mir völlig egal, ob wir heim oder auswärts gewinnen. Gewinnen ist Gewinn. Und die Punkte sind wahnsinnig wichtig. Wie gesagt, die Tabelle ist wieder so eng beieinander. Und da zählt einfach jeder Punkt hinten raus. Darum wichtig auch. Und nach den letzten paar Ergebnissen natürlich, wir haben unentschieden gespielt in Lübeck, aber davor halt ein paar bittere verloren. Und dadurch wichtiger Sieg heute. Und dann können wir morgen endlich mal mit einem Lächeln aufwachen und uns nicht wieder ärgern über vergebene Chancen. Jetzt aber nochmal zurück zum Spiel heute. Wie hast du die Fans gerade in der Crunch-Time die letzten 10 Minuten empfunden, als ihr euch sehr, sehr schwer getan habt, Tore zu erzielen? Was hat das bewirkt bei euch? Das war auch geil. Da stehen einfach die Fans, obwohl es noch, keine Ahnung, wie lange es noch ging, 7, 8 Minuten, sowas, stehen einfach alle Fans. Und obwohl wir so eine Scheiße zusammenspielen, stehen die da und unterstützen uns bedingungslos. Und genau das ist es, was wir brauchen. Also das sind einfach die paar Prozentpunkte, die dir dann eben den Sieg bringen. Da kommt vielleicht ein Ball an, das sind die, oder auch nicht. Vielleicht kommt es auch nur mir so vor, das kann sein, aber ich finde es geil. Ich auch. Und dann machen wir weiter am 23.11. dann gegen Coburg. Danke, Samuel, und viel Erfolg dann wieder. Danke.